Hey, you too. Neumet, nice Glück. Ich spiele einen Curve. Und schön am Strand. Ich bin diesmal leider gespawnt als Mason-Seite. Und ich baue nur Scheiße, so wie es aussieht. Ich bin gerade ein bisschen perplex, weil ich scheinbar gerade meine letzte Aufnahme verhunzt habe. Da oben ist auch schon jemand. Und dann ist hier heftig am Teamkillen, glaube ich. Jemand muss man die Bogenschützen umbringen, glaube ich. Okay, die laden die Kanone, das ist schon mal ganz gut. Und mal gucken, ob ich den Schuss wiederlebe. Jawohl. Jetzt muss die wieder neu geladen werden, natürlich. Und die sind heftig auf. Hier, kleiner Überblick über das Schlachtfeld. Zwei Kanonen hier vorne. Egal welche man lädt, man muss nur in der Nähe stehen bleiben. Schon wird hier geladen. Man kann die Watchtowers niederbrennen. Ja, cool. Mach ich das mal direkt. Wenn ich denn durchgekommen bin. Cool, das ist noch so eine kleine Nebenquest. Push the Ram, alles klar. Jetzt werden wir wohl... Boah, du blöder Punk, Alter. Hör doch mal auf. Jawohl, ich hab einen abgefackelt. Das will ich nochmal sehen, glaube ich. Wir kommen also hier aus diesen Höhlen raus, scheinbar als Gatter-Leute. Haben uns einen Weg kurz vor die Burgmauern gebahnt. Die Belagerung schien schon länger im Gang zu sein. Wir haben, wie heißt die nochmal? Ein paar Wesen aufgestellt. Oh, der ist schon abgebrannt, glaube ich. Okay, der nächste Teil wäre 13 Minuten lang Push the Ram. Also einfach nur wieder mal eine Ramme vorherschieben, bis wir an die Mauer ankommen. Alles klar, hier kennt ihr es auch wieder, glaube ich. Und hier gibt's... Ich glaube, ich würde gerne mal einen Kickboot initiieren gegen Punkman Jones. Hier, das ist einer der Wege, die man auch nehmen kann. Vielleicht komme ich ja mal ein bisschen sneaky hier durch. Hier spawnen die eigentlich raus. Ich könnte eben mal wieder neue Energie hochpushen. Ist überhaupt noch ein Gegner da? Alles klar. Da vorne ist ein Gegner, glaube ich. Ah!
Ne, ich glaube, die wollen mich. Ah, der ist durchgekommen, okay. Alles klar. Das war gute Zusammenarbeit. Eigentlich müssten wir den Wagen bis nach da vorne schieben. Ich brauche, glaube ich, Hilfe. I need help! Finally! Yeah! Kann man jemanden den Bogenschützen wegmachen? Autsch. Das ist also Kav. Nette Karte auf jeden Fall. Jawohl, die haben ihn. I am sorry. No, my lord. All right. Oh boy. Boah, das Schwein. Okay, aber nicht schlecht gemacht. Kleiner Hinterhalt gelegt. Da, den habe ich angezündet. Und mal gucken, wenn wir was gebacken kriegen hier. Da, Negan McVegan. Holen wir uns den mal. Jawohl, danke. Your virginity breeds mice, much like a cheese. Well, thank you. I am in your debt. Schild raus, bitte. Okay, ja, und weiter geht's. Nicht der schon wieder, der Punk-Penner, ey. Das ist so ein Spinner. Die haben es geschafft. Jetzt müssen wir die Kathedrale im Arsch machen. Ich glaube, das ist ein netter Teil der Mission. In der Kathedrale sind, glaube ich, Büchereien, den Altar kaputt machen. Die ist auch cool, die Map von daher. Also auch wieder richtig geniale Umgebung. Es gibt auch eigentlich einen Seiteneingang da rein, glaube ich. Mal gucken, wenn ich so oft sterbe, dann kriegen wir jetzt nicht viel mit von dem, was da alles drin ist. Oder es gibt doch keinen Seiteneingang, man muss immer da rein. Aber ich dachte immer, mal gucken. Ja, nee. Man kann hier nach rechts direkt, das sind Statuen, die muss man im Arsch machen. Fangen wir direkt mal an hier, ein bisschen am Missionsziel zu arbeiten. Es geht vielleicht doch eher um die Statuen, mal gucken. Vielleicht mache ich doch das Falsche? Nee, das klappt schon langsam, glaube ich. Okay. Thanks. Jawohl, wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Da muss doch irgendwo eine sein.
idea. Yes. Und da kommen Gegner, glaube ich. Erledigt. I've got your back. I will. I'm here. Together, let's go. Okay. Und. I'm so sorry. Und Kill Heavens. Gehen wir mal in die Bibliothek. Okay, ich mal gucken, welches Ziel wir als nächstes verfolgen. Bibliothek war eigentlich ganz nett. Hier geht's nicht weiter, hier muss man lang. Oh, der Spinner schon wieder, ey. Nett ist es immer hier, wenn man den Altar noch versucht zu... Und das sind auch noch so Priester, die man auch noch umbringen muss. Open Transept Door to attack from the rear. Da muss es sowas geben, und zwar kann man... Jawohl, Treffer. Am Schild vorbei. Ich hab einen. Wieder mal. Also langsam, naja, gut. Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minuten. Das muss locker reichen. Hoffentlich ist es wieder dieser Punk-Penner. Und irgendwo muss man hier auch noch wieder mal so ein kleines extra ein Gimmick hätte. Scheiße, die sind hinter mir. Okay, alles klar, der hat mich. Aber haben die mehr geschafft? Ich weiß nicht. Die Bibliothek ist ein bisschen eingerissen. Und es muss jetzt eigentlich auch hier den Nebeneingang geben. Ich weiß immer noch nicht, wo man genau da reinkommt. No time to tarry. Move! Keep going! Ja, den will ich gekickt sehen, bitte. Bitte kickt mal Punkman Jones. Jawohl, der ist weg. Woo. Und es muss ja noch einen zweiten Eingang geben irgendwie. Aber hier ist es definitiv nicht. Hier kommt man nicht weiter, denke ich. Und hier auch nicht. Oh. Einer von uns? Jawohl. Ja, haben wir ihn.
Dann werden wir uns von dem Altar kümmern, glaube ich. Und die Priester hier vorne. Nein. Na gut, mit so einer doppelhändigen Axt muss man auch nur einmal jemanden treffen, dann ist er, glaube ich, wirklich tot. Hier, das ist der Nebeneingang. Okay, nicht schlecht. wo kommt man denn hier der Seitenangang rein eigentlich? Egal, ist vermutlich ein Zufallsspawn, ob man jetzt da oder da startet. Weil eigentlich müsste sich das, glaube ich, hier rechts auf der Seite befinden. Die haben wir auch schon mehr geschafft. Wofür braucht man die Torches? Dann kümmern wir uns um die Bibliothek, glaube ich. Wenn ich nicht festhängen würde. Vier Minuten noch. Das können wir schaffen, denke ich. Kill and cage these lions. I'll be here with you. Well, thank you. I don't think so. Together, let's go. I need help. I. Alles klar, der hat mich. Ich wünsche mir, dass ich nochmal ein bisschen besser. Warum macht der denn jetzt so einen Scheiß schon wieder? Aber die schlagen auch so gut, glaube ich, die Typen. Also die wissen genau mit ihrem Schwinger von der Seite auf den Kopf zu schlagen und den abzuschlagen mit einmal. Jetzt sind schon wieder nur noch 3 Minuten knapp. You and me together. Schon wieder? Boah. Ich darf mich denen auch nicht so blöd gerade reinrennen nähern, glaube ich. Ja, sieht nicht gut aus. Noch 2 Minuten 10. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Ja, ich glaube, es bleibt noch was Zeit. Wir gucken nochmal in die nächste Map rein, auf jeden Fall. Aber ich will lieber auf der Seite von Agatha sein. Und was ich auch nochmal ein bisschen mehr üben sollte, sind die Angriffe besser. Also ich habe schon relativ gut drauf, mal zwischen stechen, nach vorne stechen. Jawohl, wir sind auf der gestern Seite gelandet. Natürlich, meine Dams. Oh, no! Die ist cool, die Karte. Und ich glaube, ich habe die noch nicht. Jawohl. Hier, das ist ein Sturm auf diese Burg nachher. Und als erstes ist hier wieder mal so ein Lager vor, so ein Dorf auch. Und wir werden das Dorf versuchen kaputt machen zu müssen. Wir müssen diesen Markt niederbrennen. Dafür gibt es hier Fackeln. Und die einzelnen Markthütten werden dann angezündet damit. Ich hoffe, es sind noch genug Leute von uns da. Und wir müssen auch die Bauern, glaube ich, auch noch umbringen, die da sind. Mal gucken.
burn the market, wheat field, and granary. Help, I need help! Retreat! Fall back! Yes! Okay, die kommen schon bei uns rein. Den hätte ich lieber kicken sollen. 100% Team Damage. No problem. With me, follow me. Ich komme, sobald ich wieder neu starte. Und die Map heißt The Battlegrounds. Okay, die ist auch entsprechend cool. Eine Mason-Bock hier hinten und erstmal nur im Vorfeld, wie gesagt, schon den Markt, die Weizenfelder und noch ein paar andere Sachen, die da brennen. Okay, ich mache das auch nicht sonderlich schlau. Ich renne gerade einfach rein und ich denke mal, dass ich genau in dem Moment komme, um den Typen gut einen zu verpassen. Aber momentan sterben wir einfach nur ziemlich gut und viel. Mal schauen, ob wir jetzt mal was gegessen kriegen hier. Da brennen auch schon die ersten Hütten im Markt. Nein, ich wollte mal Combo setzen. Jawohl, ich habe ihn auf jeden Fall erwischt mit einem Backswing. Nein! Okay, der scheint immer nur zu warten, bis... Beware the light roars! Meine Gegner scheinen immer nur zu warten, bis ich einmal schlage und dann, bis ich gedrückt habe, dann drücken sie auf. Oh nein, ey. Okay, Riesenfeldlager. Aber meine Leute machen schon gut weiter. Und der nächste Schritt wird echt heftig. Daran habe ich die Map meisten scheitern sehen. Man muss dann noch eine Ramme bis vor das Tor da hinten schieben. Ich bin immer zu langsam. Und ich bin schon wie oft gestorben? 100 Mal? 9 Mal und einmal gewonnen. Einen getötet. Boah, wie riesig das Lager ist. Bist du da ganz hinten? Ja! Ja! Gehen wir mal hier lang.
Aber hier waren direkt wieder viel zu viele Gegner leider. Und der Punkt ist, woran man nachher scheitert, ist, die spawnen halt relativ nah vorne an ihrem Tor. Und man muss mal einen super weiten Weg latschen mit dem Ganzen, mit dieser Ramme. Und bis dahin kommt, man wird abgestattet bis dahin. Was fehlt denn da noch? Irgendein Teil muss noch fehlen, glaube ich. Hab ihn! Endlich mal was! Schnappen wir uns den Bogenschützen dann noch, das wäre nett. Sehr gut. Was muss denn hier noch brennen, bitte? Oh, ich weiß es. Die Weizenfelder. Hier, da muss doch ein Weizenfeld sein. Burn the farm! Find fire and torch the farm! Alles klar, die haben es geschafft. Wow! Zweihändiges Schwert, Einschlag, Braun. Okay, jetzt spawnen wir vorne und müssen den Wagen schieben. Das ist eher ein Bombcard als eine Ramme, glaube ich. Reach their walls! Push the baton to the gate! Yes! Eine Baton heißt das, glaube ich. Das hat er gerade gesagt. Duty! Ich darf mich niemals, glaube ich, als einfacher meine Arms einen Schlag eines Zweihänders aussetzen. Jawohl, hab einen! Hab einen zweiten! Hier war auch noch ein Bogenschütze, glaube ich. Ah, verdammt, er hat sich, okay. Und man hat hoffentlich viel Zeit, aber das wird trotzdem schwer, halb einfach. 10 Minuten. Hier, man kann Katapulte nutzen, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Das sollte man häufiger machen, denke ich, um ehrlich zu sein. Warte, wie geht denn das nochmal? Muss man das ganz runterziehen oder was? Ich habe einen auf jeden. Oder nein, jemand hat mich. Verdammt. Okay, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und da ist ein Gegner, glaube ich.
Ich glaube nicht, das ist doch sehr schwer. Keep up the pressure! Don't quit! Help! Keep it up! Aber ich habe ihm noch einen mitgegeben, immerhin. Und immer noch 8 Minuten. Attack! I'm with you, lad. Never you mind. You have my arms, my lord. Help me! I've never seen such skill in battle. I'll stay close to you. See it again. At your service, my lord. Nein! Ich kriege auch keinen mehr umgeschlagen. Dann muss ich mich wieder langsam mal nähern, glaube ich, und ein bisschen mehr cool bleiben. Das habe ich eigentlich schon Ping. 40, ist doch gut. Und manchmal ist das Gefühl, das Ganze lockt ein bisschen, leckt ein bisschen. Auch eine schlechte Armbrust direkt rein. So liegt das im Mittelalter bestimmt. Und ich weiß, ich würde gerne wissen natürlich, was danach passiert. Oh, diese Trebuchets sind heftig. Aber die schießen, glaube ich, einfach nur, das ist... Wow, die schießen ja auch zurück von da. Das soll einfach nur ein bisschen die Atmosphäre machen. Die haben keine spielentscheidende Wirkung. Jawohl, ich hab einen. Noch einer. Der will runterkommen, glaube ich. Dann muss ich halt hochkommen, du Pepper. Nein. Okay, 6 Minuten und sagen wir mal first. The cart! Take it to the gate! I was searching for... Keep that cart moving! We need to bring it to the gate! We must blow open that gate! Push the cart forward! Boah, ist das ein Durcheinander hier, Alter. Boah. Der ist gut, oder? Der hat 36 gegen 6 Kills, dieser vegane Typ, wie ihr gerade sehen konntet, glaube ich. Und wieder ein anderes Schütze. Hallo. Push it to the gate! Men, take it to the walls! Keep pushing! Keep the mission! I'll stay close by your side! Jawohl, danke, Mann! Oh mein Gott!
Ich hab das. Mein möglichstes falsches Versuch gegen zwei. Okay, wir sind schon so weit gekommen immerhin, aber ich glaube, das wird nichts. Ich habe man nie, glaube ich, gesehen, dass das jemand geschafft hat. Don't look at me like that! It's creepy! I'm with you! Rats and kills, I got your back! Right, brother. Thanks! Thanks. Was ich auch noch nicht ganz raffe, ist, wenn jemand diesen schweren Kick macht gegen mich und der mein Schild zu weit bringt, wie lange ich eigentlich brauche, um dann endlich mein Schild wieder hochheben zu können und wie ich dann am besten reagiere eigentlich. Okay, then. All right. Jawohl, hab ihn! Und da war's mir vorbei. At your service, my lord. I've got you covered. I'm with you, brother. You have my arms, my lord. I'm with you, brother. Aber das schaffen wir nie mehr, glaube ich. Ich hab einen. Okay. Der nächste hat mich wieder um. 10 Sekunden, das ist vorbei. Mich würde echt mal interessieren, wie die Karte aussieht, wenn man das mal schafft und da weiterkommt. Ich selber kann mich nicht erinnern, das schon erlebt zu haben. Da steht eine Kuh. Und war einfach zu heftig. Okay, ich glaube, das war's auch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, YouTube. Eine schöne Woche euch. Ciao.